Ja, guten Morgen. Danke für die Vorstellung. Ich glaube, die meisten kennen mich auch. Ich möchte heute kurz einleiten und den Connect zwischen Cloud, Security und dem, was wir an der FH machen, an ein paar Beispielen zeigen, wo wir uns zum Beispiel auch angeschaut haben, wie kann ich die Sicherheit von Cloud bewerten, und will herzeigen, wie wir das an der FH alles leben, um dann weiterzuleiten zu unserem nächsten längeren Workshop, wo es dann um die Security von der Infrastruktur geht. Aber zuerst einmal für die, die den Studiengang und die FH nicht kennen, also der Studiengang Cloud Computing Engineering ist ein Studium im Department ITI, also Infrastructure Engineering. In dem gibt es zwei Bachelor, einer mehr Richtung Medien, der andere mehr Richtung IT und Informatik. Und die darauf aufsetzenden Masters sind eben Cloud Computing Engineering und Medien und Information und Kommunikation. Und dazwischen haben wir dann noch Business Process Management, wo es ein bisschen mehr in Richtung Wirtschaft geht, und angewandtes Wissensmanagement, wo die IT-Infrastruktur eben für den Wissenstransfer genutzt wird und den Studierenden gezeigt wird, wie man das macht. Und daneben gibt es dann noch in Eisenstadt ein Department für Wirtschaft und Soziales, und in Pinkerfeld ist der Fokus auf Gesundheit und erneuerbare Energien. Und wie gesagt, wir sind hier in Eisenstadt in dem Department ITI eingebettet. Im Masterstudiengang Cloud Computing Engineering haben wir vier Schwerpunkte, und das erklärt auch sehr schön die Zusammensetzung der Themen für den Rest des Tages oder zumindest des Vormittages. Wenn wir von Cloud Computing reden, dann reden wir nicht nur von den Rechenzentren, wo die Infrastruktur betrieben wird, sondern wir reden auch von den Applikationen, die nicht funktionieren könnten, wenn es nicht irgendwo eine zentrale, skalierbare Lösung gäbe, auf denen wir Daten speichern und bearbeiten können, ohne uns jetzt Sorgen zu machen um die Compute Resources. Das sind sogenannte Internet of Things Applikationen, wo eben sehr viele Sensordaten gesammelt werden, und ja, ich mich nicht darum kümmern will oder gar nicht weiß, wie viele Ressourcen ich irgendwann mal brauche, weil ich die Useranzahl oder die Sensordatenanzahl im Vorhinein nicht abschätzen kann. Solche Sachen machen wir in Cloud-Konzepte und Engineering. Das täuscht jetzt ein bisschen, das ist nicht nur 25% des Studiums, sondern das ist ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und wenn ich jetzt einmal weiß, wie ich solche Applikationen engineere, also baue oder betreibe, dann muss ich auch wissen, was hat das für einen Impact auf das Business. Insbesondere bei Cloud, wo ich ein lebendes Baukastensystem, vereinfacht gesagt, verwenden kann, wo ich verschiedene Services ganz einfach anspreche mit meiner Software, die sowieso in der Cloud leben und nicht meine Libraries alle selber bauen muss oder eben in meine Applikation direkt vor Ort einbauen muss, habe ich natürlich auch andere Kosten, weil ich kann mir das zumieten und zahle es quasi on demand. Das heißt, ich muss auch grob wissen, was für einen Impact haben jetzt meine Engineering-Entscheidungen auf das Business der Firma oder meines Kunden. Und wir haben jetzt schon das Thema angeschnitten, ich miete Sachen zu, das heißt, die Daten liegen vielleicht woanders. Das heißt, ich muss mir auch die gesetzlichen Implikationen von meinen Engineering-Entscheidungen überlegen. Die ersten denken da sofort an Datenschutz, ein aktuelles Thema, wenn man Cloud in den Mund nimmt. Allerdings gibt es da noch viele andere Themen, wie zum Beispiel die Haftbarkeit, SLAs. Das sind alles Aspekte, die ich berücksichtigen muss, wenn ich eben solche Cloud-Applikationen baue oder betreibe. Aber das ist noch nicht genug. Wenn ich einmal weiß, wie baue ich solche Applikationen und wie betreibe ich es, was für einen Impact hat das aufs Business des Unternehmens und wie mache ich jetzt rechtlich richtig,
muss ich immer noch überlegen, was für einen Impact hat diese Lösung, wo ich oftmals neue Rollen schaffe und alte nicht mehr brauche, auf die Organisation. Und dafür gibt es auch strukturierte Mechanismen und Maßnahmen, die man anwenden kann. Das ist zum Beispiel Change Management und solche werden in den Management-Kompetenzen unterrichtet. Das Studium ist berufsbegleitend und wir nutzen hier für organisatorische und inhaltliche Bonuspunkte den Ansatz, dass wir Seminararbeiten am Ende von Lehrveranstaltungen machen, wo wir Querschnittsthemen bearbeiten. Das hat jetzt inhaltlich den Bonus, dass ich die Themen auf Fallbeispiele aus meiner täglichen Arbeitswelt anwenden kann. Und organisatorisch hat das den Bonus, dass 50% der Lehre findet in der Fernlehre statt. Da wird einmal ist wieder auch ein inhaltlicher Bonus, individuell auf die Themen in der Seminararbeit eingegangen und B, über Feedbacks und B, ich kann mir das flexibler timen und kann das besser mit meinem Beruf dann organisieren, wenn ich jetzt nicht angewiesen bin auf Timeslots, wo ich jetzt sitze und über irgendeine Telco dann irgendwo bei einem Unterricht mitmache. Gut, um hier, also diese Essays und Seminararbeiten dienen auch dazu, dass man ein bisschen trainiert für wissenschaftliches Arbeiten. Wir haben hier bei den Kollegen aus den, und die Inhalte, die ich da auch zeige, die sind doch teilweise mit Kollegen, die an solchen Seminararbeiten gearbeitet haben, bearbeitet worden, entstanden. Ja. Und das hilft auch, dass man sich ein bisschen vorbereitet auf wissenschaftliches Arbeiten und um hier laufend vorne mit dabei zu sein bei den ganzen Themen, sind wir auch in Forschungsprojekten dabei und da gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man eventuell bei Forschungsprojekten mitarbeitet und so ein bisschen reinschnuppert und vielleicht bei einer Partneruniversität ein Doktorat anstrebt. Ja, wir sind hier in verschiedenen Forschungsprojekten involviert, bearbeiten Themen wie zum Beispiel Risikobewertung oder wo wir uns Grundlagen anschauen, wie kann man die messen, wenn ich einmal weiß, was ist Sicherheit, wie kann ich die Sicherheit bewerten und wie kann ich es messen, kann ich auch irgendwas bauen, damit das System sich anpasst in Situationen, wo mir die Sicherheit jetzt gerade nicht so passt oder die Umgebungssituation eine Anpassung verlangt und wir wenden das sehr oft in so Szenarien wie zum Beispiel Internet of Things, wo ich diese Daten sammle und in der Cloud bearbeite oder bei verteilten Speichersystemen an. Diese Themen bearbeiten wir jetzt im Unterricht auch am Beispiel von OpenStack, wobei wir Sicherheit jetzt aufgrund des Standards ISO 27017 kurz angeschaut haben. In dem sind Security unter anderem sind in dem Themen definiert, auf die ich aufpassen muss für den sicheren Betrieb. Und das heißt, ich kann mir anschauen, wie funktioniert die OpenStack-Umgebung, was tut das und wie kann ich diese Empfehlung, die jetzt da drinnen ausgesprochen wird, in einer OpenStack-Umgebung umsetzen. Und dafür muss ich mir natürlich auch die Linux-Infrastruktur anschauen und das werden wir dann im nächsten Vortrag ein bisschen im Detail hören. So sieht unser OpenStack-Testbed aus. OpenStack ist eine Virtualisierungsinfrastruktur, das heißt, es werden hier virtuelle Maschinen betrieben. Die virtuellen Maschinen werden auf sogenannten Controller-Nodes betrieben. Die Controller-Nodes kümmern sich auch um die virtuelle Netzwerkverbindung. Wir haben das hier aufgetrennt und haben einen Controller-Node, der sich um die Registry kümmert. Das ist die sogenannte Nova-Komponente. Dort werden diese virtuellen Maschinen verwaltet. Das virtuelle Netzwerk wird auf einem anderen verwaltet und dann gibt es noch die Compute-Nodes. Die Compute-Nodes, auf denen dann die virtuellen Maschinen deployed werden und dann haben wir noch so Storage-Nodes dazu.
Und ja, das sind alles de facto, das ist wichtig dann auch als Einleitung für den nächsten Vortrag, nichts anderes als Linux-Maschinen, wo eben diese Virtualisierungsinfrastruktur draufläuft. Und jetzt haben wir uns angeschaut, zum Beispiel ISO 27017, da gibt es noch viel, viel, viel mehr drinnen. Das ist jetzt ein kleiner Teil aus dem Operation Security Clause 12. Ja, da sind jetzt zum Beispiel Themen drinnen wie Capacity Management, wie soll das Capacity Management implementiert werden, was sind die Empfehlungen dazu, wie sollen Events geloggt werden und wie soll diese Log-Information geschützt werden und ja, wie soll man mit zu installierender Software umgehen. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, das wir repräsentativ herzeigen, wie kann man das bei OpenStack bewerten. Und ja, wir haben das in unser Testbed eingebaut und beim Capacity Management machen wir das über Quota. Also für den einzelnen User werden Quotas eingestellt, die können über das Dashboard, über die Bedienoberfläche von OpenStack kontrolliert werden. Und ja, das schaut dann so aus, dass wir Quota hier wirklich auf dem Linux-Server einstellen. Das heißt, das hat jetzt dann quasi mit der Cloud selber nichts zu tun. Aber hier wird es direkt in OpenStack eingestellt. Das heißt, wir haben uns diese Empfehlung angeschaut und haben gesehen, okay, gut, in einer richtigen OpenStack-Umgebung kann man das so und so implementieren und ist damit erfüllt. Ja. Bitte? Wird dann auch dynamisch erweitert. Beim Event-Logging haben wir die Systeme von OpenStack verwendet und verwenden eher Syslog. Es läuft wieder auf dem Gateway, auf dem Linux-Server und auf dem Controller, wo eben dann OpenStack-Komponenten dazu verwendet werden. Das heißt, wir haben wieder eine Security-Empfehlung aus der ISO rausgenommen, uns in unserem Testbed angeschaut, wie kann man es einbauen, Tick, passt auch. Das heißt, wir wären jetzt dann schon für diese Aspekte ISO-compliant. Ja, Zugriffsberechtigungen, hier verwenden wir OpenSLDAP, also über TLS und die Kombination mit OpenStack, da gibt es Möglichkeiten, das einzubinden. Und der LDAP-S-Server, der lebt auch wieder hier auf dem Gateway und hier gibt es das dementsprechende Gegenstück auf dem Controller-Node. Das war jetzt nur ein kleiner repräsentativer Ausschnitt aus den Sachen, die wir mit OpenStack und Linux machen. Das heißt, OpenStack und Linux ist ja in dem Fall sehr eng miteinander verbunden. Die Security-Themen, die leben jetzt nicht nur in der Cloud, sondern man muss sich bei diesen Sachen auch die Infrastruktur dahinter anschauen. Und ja, das hat jetzt dazu gedient, dass man hier vielleicht, dass der Kreis schließt, dass man sieht, welche Themen bearbeiten wir und was hat das Ganze mit Linux, OpenStack und Security zu tun. Ja, mehr Infos gibt es auf unseren Webseiten oder per E-Mail. Wenn das Inhaltliche interessant war und Sie noch nicht studieren und sich überlegen, einen Master zu machen, Sie können sich noch bis 31. Mai melden und ich stehe Ihnen im Laufe des Tages auch gerne für weitere Diskussionen zur Verfügung und möchte weitergeben an den nächsten Vortragenden, Thomas Breyer.